Okay, schön, dass wir heute Zeit gefunden haben, Kein Homie. Problem. Auch relaxter Crypto-Lifestyle, ja. Seit neuestem Jahr. Ja, also das mit YouTube machst du schon wie lange? Ich habe das Boah, nur. YouTube mache ich schon echt sehr lange. Ja. 2014 oder sowas, 13. Boah, das ist ja Aber echt. ganz komisch, damals habe ich noch Yu-Gi-Oh! Gespielt mit meinen Freunden. Okay, Da gab es halt ja, dazu ein paar stimmt. Videos, aber das zähle ich nicht wirklich dazu. Dann kam halt irgendwie Pokémon Go. Das haben wir dann auch gezockt und das ist dann irgendwie relativ groß geworden. Das kam doch, 2016. Ja. hat sich ja dann voll entwickelt, ja. Deswegen Ex-Pokémon-Trainer, ja. Ja, weil, also der Kanal ist dann relativ groß geworden mit Pokémon Go. Ja. Ja, und dann habe ich damit aufgehört, letztes Jahr. Letztes Jahr, Ja, warum? ja. Hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Hat ja keinen Bock mehr, ja. Ist echt spannend, weil ich war tatsächlich, ich wollte eigentlich nur was recherchieren, auch wegen Cake damals noch. Und mich über deinen Channel gestoßen und fand es eh schon super spannend, weil ich ja gerade dabei bin, so ein bisschen mehr die deutsch-vietnamesische Community hier mit reinzunehmen. Und einfach mal neue Einblicke zu geben, weil ich doch merke, dass viele, also inklusive ich auch, so eine Zeit haben manchmal, wo man halt vielleicht struggelt oder nicht weiß, wie man mit gewissen Situationen umgeht. Und ich finde es halt immer sehr, sehr inspirierend, wenn gerade so, ja, Leute wie du und ich, die irgendwo schon was erlebt haben, dort einfach ihre Erfahrungen teilen und das auch nochmal in diesem Kontext, sage ich mal, Erziehung beispielsweise, auch wie das auf dich gewirkt hat. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Warum hier? Ich hatte gerade ein Gespräch. Wie soll ich das erklären? Da hat mich so ein Vietnamese einfach so auf Insta angeschrieben. Der macht so ein paar Sachen, so. Also, erstmal macht er, glaube ich, irgendwas mit Coaching, was natürlich erstmal ein bisschen fishy rüberkommt. Man ist ein bisschen misstrauisch. Allgemein sollte man immer ein bisschen misstrauisch sein, auch ihr gegenüber mir, bezüglich Cake, dies, das. Das Ganze hier, was ihr seht. Solltet ihr mich erstmal kennenlernen und dann euch selber informieren, immer. Und er hat auch so ein anderes Projekt, wo er was für Asiaten, für Vietnamesen macht. Bisschen so Mentoring-mäßig, wo Role Model, Vorbilder, bisschen von den Erfahrungen erzählen. So einfach Asiaten, die oder Vietnamesen, die dann von ihrem Leben berichten, anderen zeigen, hey, man muss nicht immer den 0815 Standardweg gehen, den deine Eltern so vorschreiben. Hat er irgendwie mich halt so entdeckt. Hab da halt gesehen, boah, was ist das für einer, nicht so das normale Leben. Und dann haben wir jetzt ein bisschen gequatscht, uns kennengelernt, ein bisschen so connected. Ja, schauen wir mal, war ein netter Kerl. Vielleicht lullt er mich auch einfach nur ein und klaut mir alles, was weiß ich, was da passieren wird, aber war nett. Und wenn ich da meine Erfahrung teilen kann, da irgendwelche jungen Vietnamesen motivieren kann, inspirieren kann, wieso nicht? Wieso nicht? Erst einmal, Janina, unser altes Video. Also erstmal, es ist ein Jahr her ungefähr, dass ich mit Pokémon Go aufgehört habe. Wir haben danach ein paar verschiedene Sachen, Formate ausprobiert. Ursprünglich, also im Nachhinein hätte ich einfach weiter normal Vlogs machen sollen, so wie jetzt. Genauso wie damals. Und im Nachhinein, denke ich mir, hätte ich nicht groß ankündigen sollen, dass ich aufhöre mit Pokémon Go, sondern undercover, wirklich undercover einfach. Langsam immer weniger Pokémon Go und immer mehr live in die Vlogs rein tun soll. So langsam austauschen, so dieser eine Austauschtrick, so dass die Leute das nicht checken. Das hätte ich machen sollen, aber ja, bereuen tue ich es nicht, dass ich irgendwie aufgehört habe. Auch wenn damals natürlich besser lief alles, viele Views, viele Klicks, Streams, mehr als 100 Leute. Unser Rekord war ja 1400, 1600 Leute im Stream oder sowas. Und jetzt, wenn wir streamen, haben wir 10 Leute. Aber die 10 Leute, Kuss geht raus an die Ehrenmänner. Aber nee, ich bereue ich nicht. Und ja, wenn ich sowas sehe, wenn ich aufwache und dann auf einmal sehe ich Kommentar von Ace Maya Nina. Sie küsst das Herz von dem im roten T-Shirt. Ich glaube, es war Bagisch, der so verliebt über sie geredet hatte in dem Video. Aber eine gute Zeit, ja, ein Jahr ist her. Wir haben echt eine Menge verrückte Sachen gemacht in der Zeit. Wäre eigentlich Zeit für so ein Best-of-Highlight. Aber ich glaube, mein Laptop packt das nicht, dass ich so viele Videos runterlade, schneide. Vielleicht kommt noch eins. Wir hatten echt ein paar geile Momente und ja, ich bin froh, dass ich meinen Weg gegangen bin. Auch wenn der jetzt nicht so erfolgreich scheint, also YouTube-Viewtechnisch,
im Vergleich zu davor. Geldtechnisch läuft natürlich tausendmal besser, weil Crypto Cashflow ist eine ganz andere Liga. Aber ich bin auf jeden Fall froh und wir haben eine geile Zeit in diesem Jahr gehabt mit den Jungs und werden auch noch eine geile Zeit haben. Zum Beispiel hat Chong jetzt gestern gesagt, er ist safe mit dabei, Dokumi. Ich habe den anderen Jungs das angeboten, Tickets gehen auf mich, Fahrt geht auf mich. Übernachtung hole ich einfach ein, fettes Airbnb mit mehreren Zimmern. Wer am Start sein will, soll einfach Bescheid geben. Die anderen überlegen sich noch, ob sie können oder nicht. Also ja, es wird noch heftig bei uns. Es wird noch viel heftiger. Bleibt dran und danke, dass ihr immer vorbeischaut und euch die Vlogs gönnt. Euch unser Leben, unsere Personen interessieren und supportet. Was will man mehr? Ich bin momentan echt in einem guten Zustand in meinem Leben. Also ich bin echt sehr, sehr, sehr zufrieden mit allem eigentlich. Was geht, Leute? Was geht? Es ist ein wenig windig. Ich habe mich mal hier an die FH gechillt. Alles leer hier, Corona, Online-Unterricht. Hab mir authentisches japanisches Essen geholt. Don, also Reisgericht. Wer Food Wars gesehen hat, es gibt ja diesen Don Research Club, wo die eine, die gebräunte, drin ist. Und wir sind hier angrenzend an Neuhausen-Nymphenburg. Das Gebiet, wo ich zum Startzeit Nummer 1 gewählt wurde in Pokémon Go. Und wir haben ja Anfang des Videos darüber geredet, was ich anders gemacht hätte, ob ich dies, das bereut hätte bezüglich YouTube. Ich hätte natürlich vieles anders gemacht, ich hätte die Videos anders strukturiert, saftiger, kürzer geschnitten, andere viele Einblendungen, Überblendungen, Transition und so gemacht, Kameratechnik ein bisschen besser gemacht. Eine Grundausstruktur, Thumbnail, mehr Clickbait-Titel, also damals dachte ich noch, boah, Ehrenmann, dies, das, macht man das nicht und so. Mehr Werbung geschaltet, ich habe echt zu wenig Werbung geschaltet, ich habe Videos bei 9,58 gestoppt und ich hätte einfach 2 Sekunden irgendwie hinauszögern können, damit ich mehr Werbung schalte und sowas. Also auch sympathischer hätte man wirken können oder mehr drauf Wert legen können, bisschen mehr Ausstrahlung zeigen, bisschen mehr hey yo, was geht, bisschen mehr Energie, weil am Ende ist es ja immer noch Entertainment. Klar, mich verstellen ist das, deswegen habt ihr mich ja gefeiert, weil ich so real geblieben bin. Aber es ist nicht wirklich verstellen, es ist einfach nur ein bisschen mehr Action machen, ein bisschen mehr Show machen, ein bisschen auf ein paar Sachen mehr achten, heißt ja nicht, dass man sich verstellt. Auch jetzt zum Beispiel das Neuhausen-Video, wo ich die gedisst habe, den ganzen Stadtteil, obwohl ich halt nur auf die paar Leute sauer war, die beim Raid waren. Also da hätte man auch drauf achten können, dass man da weniger Leute anpisst, sympathischer rüberkommt, ohne sich zu verstellen. Dies und das hätte man einfach anders machen können. So, man kommt rein, die labern nur japanisch, irgend so ein japanischer Koch an der Platte. Genau so muss es sein. Ab letztens wollte ich was bestellen, kaufen, probieren, so japanisches Softeis. Hat zwar so eine deutsche Studentin einfach ausgeschafft, hat mich dann irgendwie abgeturnt, aber jetzt hier so richtig authentisch, wo die nur japanisch labern, genau das, was ich wollte. Wow. Leicht, simpel, aber saftig. So ein Ding wäre perfekt für ein Rätsel. Stop bei Hongs Tour. Boah, das Essen war krass. Aber ich habe meinen Lieblingsjapaner. Das ist nicht dasselbe. Also ihr kennt ja die typischen Asia, China, Vietnamese Restaurants. Irgendein Reisgericht mit Hähnchen, dies, das. Oder Rind, Ente. Das ist nicht dasselbe. Das taugt mir tausendmal besser, so ein Don. Aber wie gesagt, ich habe meinen Lieblingsjapaner, der ist in der Innenstadt. Aber der war auch gut. So, es geht nächster Morgen. Ich habe meinem
Techniktypen geschrieben, der müsste das mal drüber schauen wegen Reactions. Haben wir ja letztens versucht, wo Chong alleine am Start war und den Stream geschmissen hat. Kuss geht raus. Last Man Standing, der Rest ist verschollen. Aber so ist das. Ja, muss er sich mal das nochmal anschauen, weil es gab keinen Sound vom PC. Nur komischerweise, was ins Mikro gesprochen wurde, das habe ich trotzdem gehört. Ja, so ist es. Technik macht immer Probleme. Demon Slayer habe ich weiter gelesen. Viele haben mir vorgeschlagen, den Anime zu schauen, der soll besser sein. Und ich muss sagen, ich bin jetzt da, wo der Film aufgehört hatte. Und ich war gar nicht so weit entfernt. Also ich war bei 45 oder so. Und um die 55 war da, wo der Film angefangen hatte. Also noch ein paar Kapitel und ich wäre auf dem Laufenden gewesen. Was mich erstaunt, weil die ersten 50 Kapitel waren so schlecht. Und wenn der Anime die ersten 50 Kapitel, also das war Staffel 1, die ersten 50 Kapitel waren sozusagen Staffel 1. Wie kann er dann der gehypteste Anime 2020 gewesen sein? Weil das, was in den ersten 50 Kapiteln bzw. Staffel 1 passiert ist, war langweilig. Das war nix. Jetzt fängt es an, krass zu werden mit den Vollmonden, abnehmenden Monden, was weiß ich. Und wo der eine jetzt, mit kein Spoiler, und krasses Training hatten die jetzt. Und mit den Säulen, jetzt fängt es an, krass zu werden. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einer der besten Anime im Manga überhaupt wird. Aber davor, Staffel 1, nix, Alter. Und das wurde gehypt? Wie kann so ein Schmarrn bis Kapitel 50 gehypt worden sein? Das erstaunt mich echt heftig, Mann. Ich habe zufällig gestern, Moment, ich zeige euch was, und zwar von Prodigy's Nation. Das habe ich gestern gesehen, hat jemand geliked, das von Prodigy's Nation. Kranke Farben, Mann, die Stärke der Farbe, richtig krass. Vor allem das mit so Holz. Bleistiften, so Holzstiften gemacht. Und die Farbe, wie krank das ist. Und dann habe ich mal auf seinen Kanal geschaut. Das habe ich echt, seitdem ich mich aufgehört habe, gar nicht gemacht. So die anderen Pogo-YouTuber abgecheckt. Schade, der macht auch gar keine Videos mehr, komplett weg. Nicht mal ab und zu was, sondern letztes Video über ein Jahr oder so her. Da habe ich so die anderen ein bisschen durchgeschaut. Reversal auch. Ein bisschen abgestürzt. A, macht er nicht mehr so häufig Videos. B, die Videos, die er macht, ziehen dann nicht mehr so. Schade für ihn. Mystic 7 und Trainertipps immer noch top. Immer noch über 100.000 Views pro Video. Super saftig, freut mich für die, weil die sind echt mega top. Vor allem Mystic 7 ist ein Sonnenstrahl, der macht einfach gute Laune. Sein Kumpel JTG, bei dem läuft auch ganz okay. Zoe, bei der läuft gut. Natürlich unser Freund Spieletrend, bei dem läuft mega. Ich habe gesehen, die letzten paar Videos, 60-70.000 Klicks. Super softig, also dem gönne ich es vom Herzen. Der ist echt richtig, richtig korrekt und harter Arbeiter, also super. Wen gab es noch so? Dann gab es noch super andere, so diese, den Trainerclub oder so und AK, Poker AK oder sowas. Bei denen läuft ganz stabil. Die waren nie so, die waren eher so Info, komplett Info. Nie so persönlichkeitsmäßig was. Wer ist die eine? Holly? ja. Hauptsache, es läuft bei ihr, finde ich nicht schlimm, aber sehr interessanter Mix aus Hot Tub Stream und Pokémon Go. Aber wenn es läuft, wieso nicht? Mich stört es nicht. Also mich stört es allgemein nicht, weil ich schaue es eh nicht, aber mich würde es auch nicht stören, wenn ich noch Pogo schauen würde. Hauptsache das, was ihr Freunde macht und was bei ihr läuft. Und der Rest so. Ja, auf jeden Fall, es läuft noch bei allen. Fünfjähriges Jubiläum, schon krass. Und ja, freut mich für alle, die's, bei denen es noch mega läuft. Ich kann mir echt nicht vorstellen, das noch weiter gemacht zu haben. Also ich bin echt froh, an der Stelle aufgehört zu haben, wo ich aufgehört habe mit Pogo. War eine gute Zeit, aber ich kann es echt nicht mehr ausstehen, das Spiel. Komisch. All die Jahre jeden Tag gezockt, geliebt, aber auf einmal ist man so abgeneigt davon. Ah ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst wahrscheinlich immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook. Nicht mehr, Instagram und Twitch, das war's. Das war der alte Spruch. Jeden Freitag sind wir live, ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.